Ja, liebe Zuschauer, heute in der Sendung geht es um Neuigkeiten Tesla 2021, um dieses Fahrzeug, LED-Install, Türeinstiegsleuchten mit dem Tesla-Logo, die LED-Cups und die LED-Leisten und wir fahren zusammen zum Supercharger und dort gibt es Tipps und Tricks von mir hier bei Elon Motors TV. Zurück hier bei Elon Motors TV zur zweiten Ausgabe des Tesla EV Journals heute am Samstagabend. Ich hoffe heute pünktlich 20.15 Uhr, ich werde es gleich hochladen. Ich freue mich, dass wieder so viele dabei sind und hoffe euch heute wieder viele Inhalte zu liefern im gewohnten Format. Und wir fangen gleich an mit den Neuigkeiten rund um Tesla. Ja, das Jahr 2020 ist ja zu Ende gegangen. Prosit Neujahr euch noch allen und Tesla hat es hoffentlich geschafft, die 500.000 Fahrzeuge auszuliefern und ich bin mir sicher, das ging dann noch bis in den Silvesterabend hinein und Elon Musk war dabei, wie angedeutet. Ja, Tesla hat eine wahnsinnige Kursrallye hingelegt, 47% dieses Jahr, sie sind in den S&P 500 aufgenommen worden, sie haben hoffentlich die Autos geschafft und wenn man mal die Zulassung sich anguckt in Deutschland, Januar bis zum November, 36% im Plus zum Vorjahr und alle anderen Automarken gingen zurück ins Negative. Und was gibt es noch zu sagen? Ganz spannende News. Wir wollen noch nicht so weit ausblicken ins Jahr. Das will ich noch einer anderen Sendung widmen. Aber vielleicht kommt das Model Y doch früher nach Europa, indem nämlich die ersten schon aus Shanghai hierher geliefert werden. Und die Updates darüber, das kommt dann ASAP vielleicht schon morgens für euch. Heute die Sendung relativ voll. Heute gibt es zwei Sachen aus dem Live-Fahren für alle Interessierten und alle Fahrer, die schon einen Tesla haben. Supercharging am V2 in Leonberg, meine Tipps und Tricks dazu. Und seid mal gespannt, wie schnell das geht, 100 Kilometer zu laden und was da dazugehört. Und noch ein weiterer spannender Beitrag, deswegen ist die Sendung heute auch so lang, über 20 Minuten. Für die, die das interessiert, die können gleich da hinten hinspringen, geht es um den Einbau der Türeinstiegsleisten mit dem Tesla-Logo. Das sieht ganz cool aus und ich habe da den kompletten Einbau für euch gemacht, das könnt ihr euch auch angucken. Aber jetzt geht es noch in den zweiten Teil und zwar Kommentare und Diskussion. Ja, ich habe mich gefreut, ich habe in den letzten Tagen sehr viele Kommentare von euch bekommen und eine Bitte war, dass wir uns duzen, kein Problem. Das ist alles auch neu für mich hier in so einem Format, auch jetzt wie so ein Journal zu euch zu sprechen. Deswegen war das letztes Mal nicht ganz klar, ob ich da sieze oder nicht, aber ich heiße Matthias und ihr könnt mich jederzeit duzen, ist auch gut und ich glaube, in dem Format ist es ganz gut. Vor allen Dingen auch unter Fliegern duzt man sich normalerweise und unter Tesla-Fahrern eigentlich auch und ich freue mich, die Community, wer dazukommt. Wir sind eigentlich alle vertreten und ich kann mich daran erinnern, 2016 an den Superchargern, da war eigentlich alles dabei. Vom Arzt, die Juristen, alles. Wir haben alle früher unsere Autoerfahrung gemacht und standen dann da mit unserem Model S und haben uns unterhalten. Also eigentlich eine sehr nette Klientel und von daher glaube ich, dass du ganz gut. Ansonsten ging es darum, mit dem Verkauf der Autos, mit dem Förderbonus. Ich habe nur angeboten, Skandinavien kann man die Autos günstig verkaufen. Und wer das machen möchte, legal ist das schon ab 6 Monaten. Natürlich macht es nur dann Sinn, wenn man wirklich auch ein neues Fahrzeug haben will und man das sich mal zusammenrechnet. Also das muss man nicht machen, das ist nur ein Angebot. Und man kann natürlich auch das Fahrzeug schon auch nach 12 Monaten, nach 2 Jahren verkaufen und vielleicht sogar noch nach 3 Jahren. Und Skandinavien ist da bestimmt sehr dankbar, weil einfach das Preisniveau da viel höher ist. Und zu den Leuten, die hier meinen, das gehört nur den deutschen Steuergeldern und das ist für deutsche Straßen. Ich meine, wir fahren hier durch Europa. Und auch norwegische Autos oder dänische Autos fahren hier über unsere Straßen. Von daher, ich möchte da gar nicht zu weit ausführen. Das ist nur ein Angebot, wer sein Auto vermittelt haben will, einfach die E-Mail schicken. Und ich werde mich daran bemühen, dass wir dann einen Kontakt herstellen und sich mein Vertreter darum kümmert, dass er Angebote einholt. Dazu das ansonsten mit der Versicherung, das läuft auch, aber jetzt steigen wir ein mit dem ersten Beitrag für alle Tesla-Interessierte. Ich nehme euch mit, gestern Abend gefahren zum Supercharger nach Leonberg und sag euch mal, wie schnell man laden kann und Tipps und Tricks dazu. Viel Spaß dabei. So, die Kamera ist an, wir sind jetzt gleich da und das finde ich zum Beispiel auch super gemacht, dass natürlich hier die Supercharger komplett integriert sind in
der Navigationskarte und ich lade euch jetzt mal ein hier zum Supercharger Leonberg. Einer der größten von Anfang an. Hier bin ich schon im Jahr 2016 hingefahren. Da waren da gerade mal 8 Stalls und jetzt sind es 20 und das ist natürlich ziemlich cool. Und wie viele Supercharger, das ist für die Interessenten an Tesla interessant, gibt es hier immer in der Nähe irgendwie McDonald's. Ich fahre jetzt mal hier hinten rum rein, das ist nämlich geschickter, wenn sich bei McDonald's wieder da staut, dann kommt man so besser an den Supercharger rein. Hier ist auch ein ganz toller Ford Store. Ich bin ja auch ein Ford-Fan, Mustang, Mustang Bullet, wen das genau interessiert. Auch ein ganz wahnsinnig cooles Auto. Und jetzt kommen wir von hinten rein an den Supercharger. Und jetzt zeige ich euch mal, wie lange es dauert. Es ist jetzt 17.11 Uhr. Hier seht ihr jetzt, wir haben ja vorher geguckt, wie viel hier frei ist. Hier seht ihr ein Model X und der Rest ist frei. Ja, es ist wegen Neujahr. So, und jetzt parken wir mal und dann geht es auch gleich los. Ich fahre jetzt hier rein mit meiner Rückfahrkamera. Super. Und bap. So, und jetzt stehe ich, mache die Tür auf und bin gleich wieder da. So, ich bin ausgestiegen, habe den CCS-Stecker angeschlossen und ihr seht, Laden ist gestartet und top, die Wette gilt. 17.12 Uhr geht's los und jetzt schauen wir mal, wie schnell er lädt. Und ihr seht, es fährt hoch und jetzt schauen wir mal, wie viel von den 150 Kilowatt denn jetzt hier erreicht ist. Und das Interessante ist, und ich finde diese Darstellung wunderbar, hier ist praktisch dargestellt, wie viele Kilometer man dann pro Stunde momentan reinzieht. Und das hat natürlich was damit zu tun, was denn der Grundverbrauch ist. Und das ist sicherlich mit dem typischen Verbrauch gerechnet, den 14,1 Kilowattstunden. Hier seht ihr natürlich, dass ein effizienteres Auto natürlich bei gleicher Ladeleistung natürlich viel mehr Kilometer pro Stunde einsaugt. Und so sind wir jetzt bei 135 Kilowatt, was sehr schnell anlegt. Also innerhalb der ersten Minute sind wir da schon, lädt er jetzt praktisch schon mit knapp unter 1000 Kilometern. Also das ist eigentlich ganz gut. Und jetzt schauen wir nochmal, wie viel Prozent wir jetzt haben. Wir sind bei Akku 33%. Hier habt ihr diesen Pfeil, also 33% sind wir momentan. Und wir schauen jetzt mal, wie lange es dauert für 100 Kilometer. Ja, 17.16 Uhr, 58 Kilometer, also es geht schnell unter 10 Minuten für 100 Kilometer. Ich lasse jetzt mal bis 200 Kilometer laufen. Ich brauche jetzt gar nicht so viel, weil wir haben es jetzt nicht mehr weit. Aber das ist genau der Punkt, ja. Letztens musste ich mich ein bisschen amüsieren, weil dann die Tester von offiziellen Zeitungen, die sagen dann immer, warum sind die Supercharger nicht überdacht? Ja, wozu? Ich gehe da kurz raus, es dauert 5 Sekunden, dann ist der angestöpselt, dann setze ich mich wieder in meinen warmen Tesla. Und jetzt wird es mir auch nicht langweilig, jetzt könnte ich ja entweder im Internet surfen, auf der großen Webseite hier. Die zeige ich euch mal. Geht mal hier drauf, Web. Und jetzt hätte man hier einen Webbrowser, der jetzt hochfährt. Oder ich könnte Netflix gucken oder YouTube gucken, kann mich informieren, was so auf YouTube Sinnvolles passiert und könnte sogar ein paar Spiele spielen. Also es ist eigentlich völlig okay und solange hier das Dach über dem Kopf mich trocken hält, brauche ich auch keine Tankstelle, die mich hier überdacht. Aber ich kann das natürlich verstehen, wenn man da jetzt 5 Minuten draußen rumsteht, um mit irgendwelchen Karten sich QR-Codes anzugucken, dann ist das natürlich noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Und das ist halt einfach das, wo wir jetzt möglichst schnell Gas geben müssen, dass es auch für die Nutzer anderer Marken möglichst schnell komfortabel wird. Auf jeden Fall freut es mich, dass so viele Interesse haben an der Elektromobilität. Schön, dass ihr hier seid und weitere Erkenntnisse von der Fahrt gibt es dann später. Ich schaue mal, wie es jetzt weitergeht um die Ladegeschwindigkeit. Lasst uns mal schauen. Ja, es ist 17.18 Uhr, wir haben jetzt 77 Kilometer und ich glaube, 100 Kilometer reichen jetzt für jetzt. Und dann können wir mal gucken, was das kostet. Das seht ihr hier unten auch. 3,85 € steht da. Also, das werden wir gleich uns auch nochmal anschauen. So, wir nähern uns jetzt der 100 Kilometer Marke und ich breche dann auch ab, weil ich brauche jetzt nicht 200 Kilometer. Und ihr seht schon,
17.20 Uhr. Wir haben um 17.12 Uhr begonnen, also keine 8 Minuten. Und jetzt zeige ich euch mal, wie schnell wir jetzt weiterfahren. Also sobald die 100 Kilometer durch sind, zeige ich euch das, wie man abbrecht. Ich stöpsel aus und wir fahren. Und das geht halt bei Tesla super schnell. 8 Minuten jetzt rum, 100 Kilometer, stoppen, entriegeln. Ich steige aus, bin gleich wieder da. So, ich bin hier und es geht weiter. D-Gang kommt rein und wir fahren. Und so schnell geht das. Das heißt, ich war um 17.11 Uhr hier, um 17.21 Uhr geht's weiter. 10 Minuten für 100 Kilometer. Und da geht es jetzt nicht darum, 270 Kilowatt Ladeleistung, 350 Kilowatt Ladeleistung, sondern ich behaupte mal, bei kurzen Ladevorgängen um die 100 Kilometer, da ist das Beiwerk, also sprich die Bruttozeit, die ich brauche, um zu parken, um anzustöpseln, um die Karte freizuschalten, bis dann endlich Strom läuft, vergehen einfach so, aus meiner Erfahrung, ich war bei IONITY ein paar Mal, auch bei ENBW und so, das dauert, bis das erstmal anfängt zu laufen, der Strom. Und dann sind schon mal 3-4 Minuten vergangen und klar, da muss ich natürlich schnell wieder einholen. Und der zweite Aspekt ist, dass man, ich mach mal hier aus, der zweite Aspekt ist natürlich auch, dass man bei einem Auto, was wesentlich mehr verbraucht als jetzt so ein kleines Model 3, ja, da muss man natürlich auch wesentlich mehr Strom reinladen, dass man die gleiche Reichweite fahren kann. Also deswegen, die 100 Kilometer gingen jetzt innerhalb von 10 Minuten mit andocken und ausdocken und abrechnen. Und das nächste Schöne ist, wir haben das jetzt gerade gesehen, Moment, hier steht es noch, also 5,25 Euro rechnet der jetzt aus und das ist gerechnet mit 35 Cent. Und diese 35 Cent, die sind hier am Supercharger immer so, da braucht man keine Karten buchen und gar nicht, sondern das ist der Tesla-Preis für die Teslas. Und da muss man also auf jeden Fall darauf aufpassen, wer da nicht so eine Karte hat für sein Fahrzeug und dann bis zu 80 Cent oder 77 Cent pro Kilowattstunde zahlt. Ja, ich meine, das macht natürlich keinen Spaß, dann kostet das mehr als 10 Euro auf 100 Kilometer. Und das ist natürlich dann schon wieder fast Steinzeitalter wie bei den Verbrennern. Und was ich noch sagen wollte, ich war ja gestern nochmal an der Tankstelle mit meinem bereits erwähnten Bullet. Das ist im Tesla wirklich eines der größten Errungenschaften, dass man losfahren kann und keinerlei Geld benötigt, um weiterfahren zu können. Das heißt, das wird ja hier sowieso über die Kreditkarte abgerechnet, ohne dass man die dabei haben muss. Und man muss auch nirgendwo hinfahren, man kann laden daheim oder jetzt so wie hier sehr persönlich, ohne dass man da irgendwo reingehen muss, zahlen muss und sich die Hände schmutzig machen muss mit Benzingeruch und so. Also das ist wirklich, wenn man das mal gewöhnt ist, im Elektroauto so zu fahren, also da hat man dann schon Vorteile und möchte das Alte eigentlich nicht mehr erleben. Na gut, jetzt fahren wir noch weiter und ich melde mich dann wieder später. Man sieht schon, dass es relativ schnell gehen kann und dass einfach die Drumherumzeit wichtig ist, die man halt beim Einstöpseln und bis das Laden mal losgeht, und das ist halt bei Tesla perfekt gelöst. Und jetzt kommen wir zum Einbau der Türeinstiegsleisten und das Ganze wird dann enden, indem ich nochmal ums Fahrzeug gehe, und das ist, glaube ich, auch interessant für alle, die sich für so ein Fahrzeug interessieren, wie schön der ist und die Eindrücke nach 2000 Kilometer von mir. Leider war es heute nicht sonnig, das heißt, ich musste für euch filmen, aber gut. Und jetzt geht's los mit dem Türeinstiegsbau und dann die Impression. Ja, und für den Customizing Support heute gibt es die Türeinstiegsbeleuchtung mit dem Tesla-Logo hier zu sehen mit dem Amazon-Link. So, liebe Zuschauer, jetzt zeige ich euch, wie wir das Tesla-Logo-Light, was ich euch gerade bei Amazon gezeigt habe, wie wir das einbauen. Ich habe gestern schon mal zwei eingebaut in die Vordertür und heute habe ich noch mal zwei für die hinteren beiden Türen, und das zeige ich euch gleich noch mal am Tag und das Ergebnis sehen wir dann. So, das ist diese Box. Hier kommen die mitgeliefert und wenn man das dann auspackt, kommt praktisch das hier raus. Zwei von diesen Türeinstiegs Feldbeleuchtung, die dann das Tesla-Logo auf den Boden projizieren. Von der Grundgröße, das sind die Originalen, die habe ich gestern schon ausgebaut. Die nehmen sich also nichts. Die passen auch wunderbar rein vom
Printabdruck. Lediglich sind die etwas tiefer. Ihr seht den Unterschied. Ja, und das Lösen an sich ist kein Problem. Das zeige ich euch nochmal im Auto. Da gehen wir gleich hin. Und was ich festgestellt habe, ist, der Stecker passt hier ganz gut rein. Also der kommt hier raus. Dann geht die Scheibe ein bisschen runter und dann steckt man das praktisch hier dran und kann es einbauen. Jetzt ist das allerdings relativ kurz und bei dem 2020er, bei dem 2021er Refresh-Modellen ist es etwas kürzer, als ich das letztes Jahr bei meinem 2020er gemacht habe. Deswegen empfehle ich, diese Verlängerungsschnüre zu nehmen, diese Verlängerungsstecker. Und die können wir praktisch schon mal anbringen. Wichtig ist jetzt nur zu wissen, welches ist der rote und welches ist der schwarze. Das ist dann wichtig, wenn man ihn rausnimmt. Also sprich, wenn der jetzt praktisch hier so drankommt, wir ziehen ihn aus dem Türrahmen raus und wir sehen dann, aha, in die vordere Richtung nach da zum Beispiel ist jetzt das rote auf der rechten Seite, dann würde man halt praktisch den Ersatz genauso einbauen. Und dann würde ich das so machen, dass ich hier den roten hier so reinsteckt, das ist die zwei Stecker hier drin, das ist ganz normal, hier rein, den Schuh hier drauf und dann ist das hier ein bisschen länger und dann muss man da nicht so nah dran. Und wie gesagt, vom Einführen ist es so, dass hier auf der Seite, auf der einen Seite ist diese Kante etwas höher und das kommt dann ganz zum Schluss, also man geht den so rein und klickt den dann so hoch und da muss man ein bisschen drücken. Also da beschädigt man eigentlich nichts dran, man muss halt nur aufpassen, dass es dann einschnappt und dann fällt er praktisch nicht mehr raus. Ja, also das empfehle ich. So, wir gehen jetzt mal raus, schauen uns das genau an. Vordere Tür habe ich euch gestern schon eingebaut mit den Bildern im Dunkeln und heute nochmal im Hellen die Montage der hinteren beiden. Wie gesagt, ich nehme diese beiden Schnüre hier, diese beiden Verlängerer mit und stelle dann sicher, die sind richtig rum von der Farbe in Fahrtrichtung. Ich meine, dieser Noppel ist außen und es kommt dann praktisch so rein in die linke hintere Tür, in die rechte hintere Tür und dann praktisch das Kabel so da drauf und wir stecken das dann an. Ich guck mal auf die Uhr, wie lange das jetzt dauert. Also es ist kurz vor 4:30 und jetzt fangen wir mal an. Ich baue das hier mal hin. Das sind also die beiden neuen, die Kabel. Und jetzt gehe ich hier unter. Oh, da seht ihr es. Also hier seht ihr es und hier liege ich. Und genau, einfach mit dem kleinen Schraubenzieher gehe ich jetzt hier ran. Da ist sogar so ein kleiner Schlitz, da kann man rein. Und schon habe ich es. Also ich habe es jetzt so ein bisschen angekantet und jetzt kann man es rausziehen. Und ihr seht, es hängt also nicht besonders tief, ungefähr 2 cm. Kommt das raus. Der grüne, also sprich grün ist innen, ist außen auf der Türseite. Also stecke ich hier mal den roten nach außen, so dass ich praktisch das genauso habe. Genau. Jetzt stecke ich das hier schon drauf. So, jetzt steckt es drauf. Wichtig ist jetzt nur, dass man beim Lösen des Kabels praktisch mit dem Schraubenzieher da hinten drauf geht, damit der rauskommt. So, jetzt habe ich den rausgeklipst, einfach nur so klack reingedrückt, dann ist der raus. Und jetzt hat man es auch gehört. Und zwar ist die Scheibe jetzt etwas hochgefahren, hat einen kurzen Schnapper gemacht. Und das korrigiere ich jetzt wieder, indem ich den jetzt hier reinstecke. Und jetzt macht die Scheibe wieder das Gleiche. So, und jetzt bin ich drin. Und jetzt seht ihr schon hier, ist jetzt schon Licht drauf und das ist das Tesla-Logo. Und das schauen wir uns jetzt hier auf dem Boden an, dass wir auch sicher sind, wir haben es in der richtigen Richtung. Mit zwei Fingern, mit zwei Händen so. Innen ist er angelegt und jetzt praktisch klack, so hochdrücken. Und drin. Zeige ich euch das mal. So, und jetzt ist er drin. So, ah, da seht ihr es. Tesla. So, voilà. Ist drin. Und jetzt kommt natürlich das Highlight, dass ich euch reinnehme in den Wagen. Ich habe gesagt, Mace Window Violett jetzt heute Abend zum Abschluss des Installs. Und jetzt machen wir mal die Türen auf, schauen mal rein. Und da seht ihr auch die App, mit der man das steuert. Die App kommuniziert mit
dem LED-Install der Seiten- und Außenleisten. Und hier in der Mitte seht ihr Mace Window Look, die Model 3 mit dem Cupholder, und das gibt ein. Und ich bin super, super happy mit dem schwarzen Sitzen jetzt, nachdem ich die letzten drei Tesla immer in weiß hatte, wobei ich weiß richtig mochte, weil es so futuristisch aussieht, aber hier das Alcantara ähnliche Material und dann diese sportliche und jetzt mit der Carbonleiste hier, das ist schon super Lösung. Und wie gesagt, die Carbonleiste ungefähr 60 Euro, auch im Amazon-Link bei mir unten drin. Und guckt euch mal an, hier drinnen auch die Sitzverstellung auf beiden Sitzen. Lorndose ist alles drin, alles voll, also es sind voll elektrische Sitze hier drin. Und dann der komplette Innenraum, so wie das. Auch die Verarbeitungsqualität hier drin. Es ist absolut okay. Also jemand, der die ganze Zeit nur darüber redet, wie schlecht die Verarbeitung ist, der hat überhaupt keine Ahnung. Und der versucht hier wirklich Tesla zu schädigen. Und das macht halt überhaupt keinen Sinn. Jeder Tesla-Fahrer, der mittlerweile hier so ein neues Fahrzeug abholt, der ist eigentlich total zufrieden. Und die Sachen, die wirklich nicht passen, die kann man dann auch einstellen lassen. Die Garantie ist 4 Jahre. Andere Hersteller muss man ein drittes und viertes Jahr Aufpreis zahlen. Hier ist alles 4 Jahre Garantie. Und deswegen, und es ist ja logisch, wenn hier irgendwas nicht passt, irgendein Spaltmaß, dann hat man das ja nicht selber verbockt, sondern kann man auch nach einem Jahr noch hingehen und sagen, hier, hört mal zu, ich bin jetzt gerade da, macht mir das mal bitte, das war nicht okay. Also guckt euch das mal an. Ich finde das absolut, absolut cool. Und ich hoffe jetzt mal, dass das Model S, wenn das kommt jetzt ich schätze mal so ab 1. März, April, werden die auf jeden Fall diese auch Blackline haben, Chrome Delete bzw. Shadowline und ein bisschen sportlicher aussehen und im Innenraum vielleicht auch eine Veränderung. Und wenn es so kommt wie hier, dass es ein zentraler Bildschirm wird, vielleicht der 17 Zoll Bildschirm, der dann auch im Cybertruck kommt, dann bin ich total zufrieden. Und ich meine, ich würde nichts lieber kaufen als ein Model S, als Langstreckencruiser für die Family. Ich habe 4 Kinder und 3 sitzen immer hinten. Und die sind natürlich dann ein bisschen happier als hier drin, weil die eine ist davon ist schon so groß, dass er ein bisschen Platz braucht. Aber wie gesagt, das ist ja hier von der Größe her wie ein 3er BMW. Ein bisschen schmäler als ein VW Passat, aber das ist schon okay. Und was ich euch auch schon mal zeigen, so guckt euch mal das Ambiente hier an mit dem Glasdach. Also das ist für Kinder total cool. Das ist für Kinder total cool. Und wenn man jetzt hier so reinguckt, also, ich finde das ein, und ihr müsst euch den Wagen unbedingt angucken. Ihr könnt gerne, wenn ihr in der Nähe seid, Ingolstadt, schreibt mir eine Mail, ihr könnt den bei mir angucken, gar kein Problem. Ruft einfach Tesla an, die machen mit euch eine Probefahrt klar. Guckt euch den Wagen in echt an und ihr werdet begeistert sein. Das ist wirklich total super futuristisch. Ein Zuschauer hat mich gefragt, ob die Innenknöpfe beleuchtet sind. Ja, die sind beleuchtet. Also Ambientebeleuchtung für die Fensterheber und auch der Türausstiegsknopf ist Ambientebeleuchtung. Und ihr seht hier unten auch meine Fußpedale sind durch die LED-Beleuchtung beleuchtet. Sicherlich ist es nicht auf dem High-End-Level-Einbau-LED wie bei Mercedes, BMW, wenn die sowas machen. Aber es kommt vielleicht in der Zukunft, im nächsten Refresh. Und bis dahin haben wir in der Tesla-Fahrer-Community immer unsere kleinen Einbauten. Und ich kann nur sagen, das ist ja auch der Customizing hier auf dem Kanal, immer euch wieder was zu zeigen, was das Fahrzeug aufhübscht. Aber ich muss auch sagen, nach so vielen Kilometern, 2000 Kilometer habe ich jetzt schon darauf auf dem neuen, ich bin absolut happy. Und auch die Innenmaßnahmen hier mit der Center-Konsole, mit dem Alcantara da vorne, guckt euch das mal an. Hier sind 2 Mobilfone, die man da schön ablegen kann, wo man Zugriff auf hat, Wireless Charging, nicht irgendwo, dass das verschwindet irgendwo in so einem Charger in der Ablage. Völlig blöd, klar kann man da nicht drauf gucken, aber ihr seht ja, ich habe hier andere Anzeigen drauf als ein Telefon und das ist einfach total durchdacht. Und dieser Innenraumtunnel hier, dieser Breite mit der Armauflage, das ist, finde ich, wesentlich besser als was man so bei manchen anderen Autos sieht, wenn das so schmal ist und so in die Tiefe. Also absolut cool, schönes Auto und
kann ich nur empfehlen. Und das ist alles ganz unabhängig neben den ganzen technischen Finessen, die so ein Fahrzeug hat, wo es ja um Lichtjahre schon in einer anderen Galaxie schwebt, als vielleicht wir noch vor 5 Jahren gedacht haben. Also muss ich auch sagen. Und jeder, der hier mitfährt, ist eigentlich total überrascht, wie toll der Innenraum wirkt, wenn man mal drin sitzt. Von außen und auf Bildern kann ich auch sagen, ja, der Bildschirm wirkt ein bisschen komisch, aber wenn ihr mal drin sitzt, dann ist das absolut was anderes. Von daher muss ich sagen, schönstes Cockpit bisher bei Tesla, und ich muss auch sagen, mit dem Carbon vorne drauf, dem Install und den LED-Lights bin ich jetzt also total begeistert. Finde ich super. Also die einzige Steigerung zu dem Wagen ist jetzt nur noch der Model 3 Performance. Und wenn im Frühjahr ein Model S kommt mit einem ähnlich coolen Innenraum, dann wird das Model S natürlich wieder der absolute Superstar sein auf meiner Wunschliste. Aber jetzt schauen wir mal. Ja, also so viel zum Model 3 für heute. LED-Install ist jetzt abgeschlossen. Ihr seht jetzt hier unten, habt ihr das T. Meine Kids werden begeistert sein, wenn die das sehen, wenn das drin ist. Ja, so viel. So, wieder zurück ins Studio. Ja, und das war es, die zweite Sendung. Am nächsten Mittwoch geht es weiter. Jetzt ist noch ein bisschen Zeit. Ich werde sicherlich mich zwischendurch nochmal melden mit dem Update, gerade über Model Y und einige News für Tesla 2021. Also seid gespannt. So lange müsst ihr nicht warten, aber dieses Format, ich möchte das so aufrechterhalten und ich hoffe, es hat euch gefallen. Eure Anregungen bitte hierzu und vergesst nicht, einen Daumen nach oben dazulassen, wenn es euch gefallen hat, und den Kanal zu abonnieren. Und ich hoffe, ich sehe euch dann spätestens nächsten Mittwoch wieder, und drive safe und nochmal ein gutes neues Jahr. Bis zum nächsten Mal.